Hallo alle zusammen, ich bin David Petsch. Heute in dem Video-Workshop soll es darum gehen, wie wir mit keinen Sticks spielen. Wir spielen nicht mit Sticks, wir spielen mit Besen, wir spielen mit Mallets, mit Paukenschlägeln, mit Plastikbesen, mit Hot Rods, aber mit keinem Stick. Warum? Weil es langweilig ist, weil wir das immer machen. Und um andere Sounds zu kriegen, brauchen wir auch andere Werkzeuge. Also ich finde zum Beispiel die Kombination von zwei verschiedenen Sticks in den Händen super. Wenn wir mit der rechten Hand zum Beispiel Shaker spielen und dann Single Stroke spielen, haben wir noch einen anderen schönen Effekt. Ich finde es sowieso ganz gut, wenn man mit der rechten Hand einen Shaker spielt und mit der linken Hand einen weichen Schlägel auf das Snare benutzt. Oder wenn man zum Beispiel mit der rechten Hand einen Hot Rod auf dem Becken benutzt, um so ein bisschen Attack zu haben, und mit der linken auch wieder einen weichen Schlägel auf das Snare. Und da ist auch alles erlaubt, was Spaß macht. Das heißt, man könnte auch theoretisch einfach mehrere Sticks in die Hand nehmen und gucken, was dann passiert. Ich lege mir irgendwas in die Hände und ich spiele drauf los und plötzlich habe ich einen komplett anderen Sound als den ich hätte, wenn ich einfach nur mit ein paar Sticks spielen würde. Für mich ist das insofern eine Bereicherung, weil ich nichts neu lernen muss. Ich muss nicht neue Schlagzeug spielen lernen, ich muss nicht neue Spieltechniken lernen. Ich muss einfach nur andere Werkzeuge in meine Hand legen und schon klinge ich anders. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören, sagt David Petsch.